August 45. In diesen Tagen wird Menschheitsgeschichte geschrieben. Vorbereitungen für den Einsatz einer Waffe, von deren Zerstörungskraft die Welt noch keine Vorstellung hat. Amerikanische Flugzeuge auf dem Weg zum Abwurf der ersten Atombomben. Am 6. August 1945 wird die japanische Hafenstadt Hiroshima zerstört. Drei Tage später Nagasaki. Mehr als 100.000 Menschen sterben sofort. Das nukleare Zeitalter begann mit dem Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki. Mit der Demonstration, wie mächtig und entsetzlich diese Waffen sein konnten. Der Beginn einer neuen Epoche. US-Techniker hatten fieberhaft an der Entwicklung der Bombe gearbeitet, weil sie fürchteten, Hitlers Deutschland könnte ihnen zuvorkommen. Später hieß es, die Deutschen hätten mitten im Krieg alle Atombombenpläne fallen gelassen.